Servus Monster, meine Freunde, das neue Großschwertbild ist stärker als je zuvor. Dank der neuen Barriott-Rüstung haben wir jetzt Betäubungseffekt on top drauf. Wie das Ganze funktioniert und warum ihr euer Bild upgraden solltet, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran! Die neue Barriott Frosthauer Rüstung sieht nicht nur optisch nice aus, gerade das B-Set ist schon wirklich sehr cool beim weiblichen Charakter, sondern sie hat auch verdammt gute Fähigkeiten drauf, dann natürlich auch Slots und was richtig cool ist, sehr geile Set-Boni, wie zum Beispiel, wenn man nur ein Teil anhat, den bestrafenden Zug, und zwar erweitert Zugangriffe um einen Betäubungseffekt und erhöht die Angriffskraft leicht, und das ist fürs Großschwert perfekt gemacht und deswegen habe ich damit auch ein Bild aufgebaut, denn durch die verschiedenen Zugangriffe, die man beim Großschwert macht, zum Beispiel wenn man die Waffe eben auspackt, man steckt sie ja öfter weg, um schneller rennen zu können, und zieht dann die Waffe, macht direkt den ersten Schlag, haben wir dann auf dem Kopf einen Betäubungseffekt, und wenn man auch die Klammerklaue benutzt, wird die Waffe ja auch erst weggesteckt und dann gezogen, und dort hat man ebenfalls nochmal einen toppen Betäubungseffekt drauf und die Monster liegen häufiger im Kampf, und das spielt natürlich dem Großschwert in die Karten, denn man ist relativ langsam, aber wenn das Monster öfter auf dem Boden liegt, ist es natürlich einfacher, die ganzen Schläge zu treffen, gerade den letzten, den wahren aufgeladenen Schlag, der eigentlich immer über 1000 Schaden macht, und das ist nämlich extrem nützlich, und deswegen, wie gesagt, habe ich hier ein neues Bild aufgebaut, hat alle Fähigkeiten drin, und ich würde sagen, die schauen wir uns mal im Detail an. Wir haben hier einen Angriff von 1733 Punkte, das ist wirklich sehr gut. Lila Schärfe, 45% Affinität, geht später auf die 100% nach oben. Und dann haben wir ein Expo-Element mit 360 Punkten. Wie ihr schon sehen könnt, benutze ich jetzt hier das Brachi-Großschwert, Wütiger Brachydios. Wahlweise kann man aber auch das Safi-Großschwert mit Explosion spielen oder natürlich auch Lähmung, wenn man es möchte. Ihr seht hier die Fähigkeiten, es ist alles drin, was das Herz begehrt. Wir haben einen Angriffsboost auf der Stufe 7 für mehr Schaden. Wir haben den kritischen Blick für mehr Affinität. Aufhetzer, wenn das Monster wütend ist, dann haben wir ebenfalls nochmal 10% mehr Affinität und ich glaube auch 20 Punkte mehr Angriff. Gesundheitsboost ist ebenfalls mit drauf, finde ich auch immer sehr schön. Wenn man mehr Leben zur Verfügung hat, kann man wahlweise auch gegen andere Fähigkeiten auswechseln. Das sind ja immer die Combo-Jules. Dann kritischer Boost ebenfalls, wenn man Crit-Angriff macht, deutlich mehr Schaden. Schwächevorteil für die Affinität. Fokus darf natürlich auch nicht fehlen. Die Angriffe laden schneller auf, dadurch können wir natürlich schneller Schaden machen, und Höchstleistung zu guter Letzt, wenn unser Gesundheitsbalken voll ist, haben wir dann natürlich auch nochmal erhöhten Schaden, und zuletzt Werkzeugspezialist habe ich hier mit eingebaut, kann man wahlweise auch was anderes mit einbauen, ich finde es aber ganz nett, wenn die Mäntel schneller ready sind. Wer keine coolen Builds verpassen möchte oder allgemein Neuigkeiten zu Monster Hunter, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben, dann werdet ihr perfekt informiert. Wenn wir im Trainingsbereich sind, kann ich euch das nochmal besser zeigen mit dem Betäubungseffekt. Wenn man sich hier an den Wagen dran heftet, sieht man, dass wir dann einen Betäubungseffekt dabei haben durch den Zugangriff, und wenn man dann eben auf dem Kopf des Monsters ist, fällt es irgendwann um, und wir können uns auch gleich nochmal den wahren aufgeladenen Schlag angucken, bei welchem Schadensoutput der eben liegt. Der ist nämlich sehr, sehr hoch, das müsste bei 1,5 sein, 1624, das ist schon wirklich ordentlich. Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Rüstungsteile und Dekorationen, dass ihr den Bild 1:1 nachbauen könnt. Als Waffe benutze ich das Wütige Brachydios Großschwert, finde ich wirklich gut, ist eine sehr starke Waffe, wer möchte, kann auch noch mit Safi spielen, der Unterschied ist nicht wirklich groß, geht ebenfalls Explosion mit Safi oder auch Lähmung, wer es nochmal ein bisschen einfacher haben möchte, ist auch nicht verkehrt, wenn das Monster im Kampf gelähmt wird. Augmentiert ist die Waffe wie folgt, einmal auf Angriff, einmal auf Gesundheit. Gesundheit finde ich persönlich immer ganz wichtig. Auch cool, gerade beim Großschwert. Denn wenn man einen Hit landet, bekommt man schon ordentlichen Lebensschub wieder dazu und muss nicht so viel Tränke schlucken. Dann benutze ich jetzt hier den Aufhetzer-Talisman. Ein sehr guter Talisman. Man kann ihn eben auf die Stufe 5 erweitern. Ist wirklich verdammt stark. Dann jetzt das erste Teil, Frosthauer Barriott, der Helm sieht super cool aus, kritischer Blick, ein 4er-Slot, ein 2er- und ein 1er-Slot, und wenn man eben das eine Teil anhat, bekommt man den bestrafenden Zug. Dann natürlich zwei Teile Wütiger Brachydios, hier jetzt die Brust mit dem Aufhetzer, ebenfalls sehr gute Slots, und unten auch nochmal die Beine vom Wütigen Brachydios. Hier auch nochmal Schwächevorteil direkt auf der Stufe 2, sehr viele Slots mit drin, und bei zwei Teilen Wütiger Brachydios bekommt man eben das Aufhetzergeheimnis und kann den Aufhetzer auf die Stufe 7 nach oben pushen, bekommt dadurch nochmal mehr Affinität und mehr Schaden. Dann habe ich die Arme vom Alatrion verwendet, die sind ebenfalls richtig nice, direkt ein 3er Angriffsboost, ein 4er Slot und ein 3er Slot, und zu guter Letzt noch Kulf, hat super gut reingepasst, 2er Höchstleistung plus ein 4er Slot und ein 2er.
Bei den Mänteln benutze ich eigentlich immer den Trutzmantel, kommt natürlich darauf an, wie stark das Monster ist, lohnt sich nicht immer, wahlweise könnt ihr auch auf den Gleitermantel wechseln. Hier hat man nochmal zwei Vierer-Slots, kann eben nette Fähigkeiten mit einbauen, im Bild nochmal erweitern, verbessern und dieser Mantel hebt wirklich sehr lange. Als zweites benutze ich immer den Lebensrettermantel, wenn der Fight ein bisschen stärker wird oder schwieriger eher gesagt, kann man den überziehen und easy überleben und man hat noch zwei kleine Slots. Die Fähigkeiten oder Dekorationen, sorry, sehen wie folgt aus. Oben fehlt jetzt lustigerweise eine Dekoration und zwar das Vierer-Experten. Davon habe ich zwei Stück drinnen, sollte eigentlich auch jeder besitzen, aber allgemein ist der Bild eher ein Endgame-Bild, aber die meisten sollten es eigentlich mittlerweile nachbauen können. Wir haben einen Experten-Vierer-Schul drin, wie gesagt, das bekommt man über die Story. Das andere, was unten drin ist bei den Beinen, hat man von Capcom geschenkt bekommen. Ein mega geiles Geschenk und in der Mitte bei der Brust haben wir noch einen Zweier-Angriffsschul, auch das hat man von Capcom vor Alatrion geschenkt bekommen. Ich hoffe, ihr habt das Ganze nicht verpasst. Ansonsten ist es wirklich bitter. Sonst sind ein paar alte Dekorationen mit drin. World-Dekorationen, dreimal das kritische Boost-Juwel und auch ein Ladungs-Jewel und so weiter und ein makelloses Jewel. Wer die nicht besitzt, kann während der Feste sehr easy an diese alten Dekorationen rankommen. Dazu habe ich erst ein Video gemacht mit dem Dampfwerk, wie man eben leicht an die alten Dekorationen rankommt. Da farmt man einen Tag und hat eigentlich soweit fast alle alten Dekorationen, wie gesagt, gerade kritischer Boost. Die 1er Angriffsjuwelen kriegt man hinterhergeschmissen, Experten und so weiter und so fort. Wer noch nicht die alten Dekorationen besitzt, sollte sich das Video auf jeden Fall mal anschauen. Und ab dem 21. ist ja auch schon wieder das nächste Fest aktiv. Von dem her kann man zeitnah sich dann die alten Dekorationen auch schnell erfarmen. Dann sind natürlich auch noch neue Dekorationen mit drin. Schwächevorteil, Lebenskraft, Ladungslebenskraft. Falls ihr die nicht besitzt, könnt ihr natürlich entweder einmal die komplette das Lebenskraft komplett weglassen, alte Dekorationen einbauen oder ihr habt wahrscheinlich andere Combo-Tools mit göttlichen Segen oder schnellerer Regeneration. Ich glaube, es heißt, ich muss mal selber nachgucken, ich weiß gerade gar nicht, dass man eben schneller Gesundheit regeneriert, ist auch von Vorteil, denn man hat ja sowieso ein Gesundheitsaugment auf der Waffe drauf. Das war es eigentlich soweit mit diesem Bild. Wir haben natürlich jetzt hier keinen Theo-Bonus, keinen Meisterschliff dabei, wobei man das nicht zwingend beim Großschwert braucht. Man hat jetzt nicht so den krassen Schärfeverlust. Wie gesagt, wenn man das nicht möchte, dass die lila Schärfe sehr schnell weggeht, kann man auch einfach mit der Safi-Waffe spielen. Da hat man nur weiße Schärfe. Es ist aber kein großer Schadensunterschied bei diesen zwei Waffen zu spüren. Der ist wirklich sehr gering. Und ja, Theo-Bonus braucht man nicht unbedingt. On top hat man jetzt eben durch diesen Bariot-Helm den Betäubungseffekt beim ersten Schlag, wenn man die Waffe eben zieht und mit der Klammerklaue und dann liegt das Monster eben öfter und das erleichtert natürlich allgemein im Hand. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war es soweit von mir. Könnt mal gerne reinschreiben, was ihr noch für Builds sehen möchtet. Langschwert könnte ich zum Beispiel Elementsachen hochladen oder so weiter. Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.